Willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Ja, wir sehen hier schon in Montana einige Pferde, die ich hierher verschieben musste, damit ich Platz habe für die Nachzuchten. Und so, jetzt ist die Weide auch erstmal sauber. Einen Platz haben wir hier draußen noch. Wir könnten rein theoretisch die gute Dame mal auf die Weide schicken. Und auch den guten, ja, damit sie ein bisschen trainieren und wir sie dann später für Diamanten verkaufen können. So, wir beginnen jetzt erstmal mit dem Quiz, damit wir das nicht vergessen. Wer wohnte in der Nachbarbox von Black Beauty im Birdwick Park? Ginger, Sir Oliver, Merrylegs. Ich glaube, das war Merrylegs. Ja, sehr gut. Wie lange hat Black Beauty im Birdwick Park gelebt? 5 Jahre, 8 Jahre, 3 Jahre? 3 Jahre? Okay. Und Sir Olivers Schweif wurde abgeschnitten, weil es effizienter war, es sicherer war, es modern war. Wahrscheinlich, weil es modern war. Ja, super. So ein Blödsinn. Ja, dann gehen wir auch mal gleich die drei besuchen. Und dann können wir mal gucken, wie viele Eventpunkte wir jetzt schon gesammelt haben. Und ob wir da mal was spenden können. Ja, 200 Eventpunkte gab das. Sehr gut. So kann es weitergehen. Ja, aber Ginger braucht ja relativ viel jetzt. Dafür haben wir auch, bekommen wir auch recht viel. 30. Wir haben 2000. Ja, sehr gut. 100. Aber jetzt 1050 für 5. Oh. Ja, es wird sich noch ein paar Tage hinziehen, glaube ich. Na gut. Dann müssen wir damit wohl leben. Dann schauen wir mal nach Frankreich. So, da gab es ja unser Dartmoor-Pony und die gute Dame. Sehen wir wenigstens als Fohlen. Unsere noch purer. Name ist aber, weiß ich nicht. Vielleicht hätte er ja eine schönere Bedeutung. So. Dann können wir ihr gleich erstmal Rüben geben. Sie ist schon Level 3, damit das heute ein bisschen schneller geht. Und dann hoffe ich mal, dass der Hengst zum Züchten da ist. Ich habe noch einen anderen Hengst gefunden, Stufe 3. Aber ja, wie gesagt, das ist immer so. Er war damals noch ein Fohlen. Was heißt damals? Er war gestern zumindest noch ein Fohlen. Ich hoffe, dass er mittlerweile erwachsen ist und ja, zur Zucht bereit steht. Das wäre sehr nett. Also wir haben zwei Möglichkeiten, dann zu züchten. Die ganzen LKWs hier. Was haben wir denn hier? Ja, gibt 50 Diamanten aus. Das machen wir wahrscheinlich nicht. Tagesaufgaben sind noch nicht wieder da. So, haben wir genug Gras? Hoffentlich. Ja. So, und dann such dir mal was Schöneres aus, was mehr bringt. Ja, Schokokuchen. Davon sollten wir auch noch was haben. Ja, 20 Stück. Na, so viele wird sie nicht wollen. Tja. Und dann geht es auf jeden Fall in Deutschland mit der Zucht weiter. Und je nachdem könnten wir uns ja überlegen, ob wir nochmal einen Zuchtversuch in Montana starten. So, aber es ist auch nur Level 4. Oh, hoffentlich sind wir weit genug. Ja, aber na super, ausgerechnet Mais. Mais musste ich jetzt wieder anbauen, weil ich hier schon versucht habe, Möhrenmuffins wieder herzustellen. Aber es fehlt Mais. Ich weiß gar nicht, wie weit er schon ist. Wir können ja auch mal nach Montana schauen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr Mais angebaut. Ärgerlich. So, den haben wir. Na, 30 Sekunden noch ungefähr. Da schauen wir dann gleich mal zurück. So.
Eigentlich reicht's. Nee, natürlich nicht. Super. Entweder Diamanten oder wir warten jetzt 5 Minuten. Wir können ja mal schauen. Ja, dann gehen wir jetzt wieder zurück nach Montana. Pflanzen gleich mal ein bisschen mehr Mais an noch. Je nachdem, wie jetzt Platz frei wird. Und dann gehen wir erstmal nach Deutschland und schauen, wie es da mit der Zucht aussieht. So. Ja, 4 Minuten. Da werden wir es hoffentlich noch hinbekommen. Und hier sind ja auch irgendwie alle Ställe voll belegt. Und wir haben hier ein irisches Sportpferd, das wir nicht brauchen, ehrlich gesagt. Haben wir schon eine Stute, Stufe 1. So, irisches Sportpferd und Württemberger war das, ne? Unsere Ling. So. 31%. Schauen wir mal. Also ein Stufe 2 Württemberger wäre auch nicht schlecht. Aber nein, es wird ein Ornotraber. Sehr gut. Ein Hengst. So. Ja, das würde aber auch wieder mal bedeuten, dass wir hier Platz brauchen. In Montana ist ja noch ein Platz draußen. Wen können wir denn da hinschicken? Unseren Oldenburger? Die ländischen Warmblüterstufe 2 auf jeden Fall nicht. Unsere Löwen. Layali soll eh verkauft werden. Die kann mit darüber. Dann können wir da erstmal trainieren. So. Okay. Das haben wir. Dann können wir nochmal nach Großbritannien schauen. Aber die Rüben werden wahrscheinlich auch noch nicht fertig sein. Auch wenn sie nur eine halbe Stunde brauchen. Nee, wie lange brauchen die noch? 5 Minuten. Ja, so lange können wir hier auch nicht wirklich was machen. Na, immerhin war die Zucht schon mal erfolgreich. Wir haben den Orlo-Traber-Hengst. Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Event hier zählt. Aber die Frage ist jetzt natürlich wieder... Wofür braucht man den Orlo-Traber? Fjordi, Isländer und Shire. Das könnte man eigentlich auch mal versuchen. Ach, Orlo-Traber morgen für den Stier, ja. Den könnt ihr auch mal einen Shire rausholen und einen Isländer. Isländer stand doch rum, den habe ich doch neulich noch gesehen. Aber momentan züchtet sowieso da in Deutschland ja der Orlo-Traber. Und genau da stehen auch die Shire Horse. Schade. Na gut, sonst werden wir gleich nochmal schauen, dass wir ein Rennen machen zwischendurch. Es hat ja eine neue Saison angefangen. Das heißt, rein theoretisch dürften die besten Listen noch leer sein. Wir können ja mal schauen. Nee, hier ist schon mal ein Mustang. Okay. Hier ist auch ein Mustang. Der gleiche. Hier ist noch keiner. Hier ist ein Meron. Okay, also nicht viele, aber Japan hat auch keiner gemacht. Oh. Exklusives Shetland Pony. Aber es heißt nicht Merrylegs. Es heißt Mrs. Mary. Da können wir mal vorbeischauen, glaube ich. Das interessiert mich jetzt. Ist das eine Stute? Das wäre natürlich zum Züchten richtig cool. Oh, schauen wir erstmal vorbei, oder? Dann können wir doch mal schauen, ob hier der Isländer stand. Also irgendwo hatte ich doch neulich einen Isländer. Oh. Oh, da ist sie ja. Mrs. Mary. Ja, ist wirklich eine Stute. Exklusive Shetland Pony. Sehr cool. Oh. Dann bist du vielleicht der Hengst? Ja, Mary Legs. Und? Sarah Kleitz, der Stufe 4 Stütchen. Oh, und hier ist der Hengst dazu. Bailey. Oh, 2 Tinker. Ja, schön. Haben wir sie ja gleich gefunden.
Ja, das heißt, wenn wir Merrylegs haben, können wir hier rein theoretisch, wenn die Stute noch draußen steht, züchten. Wir können auch mal weiterschauen, ob hier irgendwo der Isländer stand, aber ich glaube, das war woanders. Das war. Huch, das war eben. Oh, der Schwarzwälder. Und sogar auf Diamant schon gebracht. Ja, wir sollten unbedingt die Rennen mal versuchen. Und das? Das exklusive englische Vollblut. Können wir damit züchten? Im Ernst? Nee, ach, mit Stute sowieso nicht. Ich wollte gerade sagen. Ein Pferd der exklusiven Rasse. Der Rasse exklusiv kann nur mit einem anderen Pferd der Rasse exklusiv gezüchtet werden. Ja, wir haben ja leider noch niemanden. Okay, schade. Hätte ja sein können. Löwe 3. Ja, da könnte man züchten und dann Stufe 2. Also jetzt haben wir schon zweimal Löwe Stufe 3 gefunden. Stier Stufe 2 und KPWN Stute Stufe 3. Ja, KPWN haben wir ja zum Glück schon. Wir müssen nur noch irgendwie versuchen, das T4 freizuschalten. Was momentan eher schwierig aussieht, muss ich leider sagen. Weil ich diese fast 300 Diamanten nicht unbedingt ausgewählt habe. Okay, das hier ist das. Da hat man Ponyhengstchen. Die hätten wir uns ja gestern. Oh, hier steht. Ah, es gibt zwei T4 Clydesdale-Hengste hier. War es doch auch ein Hengst? Ja. Ja, hier steht der kleine Weser Scout, mit dem wir auch züchten können. Momentan steht er noch da. Können wir gleich mal schauen, ob wir da züchten können. Wir können aber auch erst noch mal zu Kitty schauen. Das ist. Okay, jetzt kriegen wir hier keine Ponys mehr. Ja, die ist so schick. Onyx Einhorn Stufe 3. Ach ja. Und hier. Oh, sogar ein Hengst. Ach, Hartfedenpferd Stufe 2. Hengst. Oh, das wäre ja für unsere Stute top zum Züchten. Ich hoffe, er bleibt da noch länger stehen. Weil das Geld haben wir jetzt garantiert nicht mehr, um da noch eine weitere Zucht zu starten. Fische. Quarter. Oh. Krebs 3 wäre auch gut zur Zucht. Und Krebs 1, Stufe 2. Ja, und wen haben wir hier? Franco, exklusive Shetland Pony Stufe 2. Okay, da war wohl schon eine Zucht erfolgreich. Cool. Na gut. Lassen wir das jetzt erstmal. Wir müssen erstmal schauen, dass wir selber fertig werden. Die Zeit. Wir brauchen unbedingt Mais, ja. Machen wir gleich nochmal. Die gute Pura würde ich jetzt gerne noch erwachsen bekommen auf Stufe 5 und dann einen Zuchtversuch unternehmen. Sehr, sehr gerne. Vielleicht kriegen wir ja dann einen eigenen Hengst, was natürlich super wäre, gleich Stufe 4 Hengst, aber das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance ist. Wir hatten jetzt 16% auf Stufe 3. Keine Ahnung, 12% oder wo das dann liegen wird. Oh, schon wieder so warten. Ich finde das schrecklich. So, und das, ja, das ist ein Stufe 2 Fohlen. Das ist mal hier. Da hat man Pony Stufe 2. Keine Ahnung, warum man die nicht sieht. Er wirft irgendwie. Hier ist nur so ein Schatten drin. Er ist ein Schatten seiner selbst. Aber für die Aufgaben behalte ich ihn erst nochmal. Falls er wieder nach einem Fohlen verlangt wird. Was ja momentan leider öfter der Fall war. So. Jetzt aber. 10-mal Hafer haben wir zum Glück. So. 31 und Soja. Ach Mensch, warum denn bitte Soja? Soja brauche ich eigentlich für die Traumjuwelen. Aber leider werden wir jetzt welche verfüttern dürfen. Das heißt, es wird wieder nicht reichen. Oh. Sie zeigt sich mal ganz kurz von der Seite. Sehr cool. Ja. 138.000 haben wir noch zur Zucht. Das wird hoffentlich reichen. Ich hoffe es.
dass wir dann nicht komplett pleite sind, sagen wir es mal so, ne? Na komm, das sollte jetzt aber hoffentlich dann reichen. Wie viel bräuchten wir denn? Ah, 34? Ich weiß nicht. Wir gucken. Doch, das reicht. Das reicht, sie wird erwachsen. Damit starten wir dann noch den Zuchtversuch. Und ja, schauen mal, was dabei rumkommt. Da ist sie, die Kleine. Die ist auch süß. Auf Stufe 3 sind die ja schon süß, ne? Du magst dich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal ganz schnell von der Seite zeigen. Hast du eben als Fohlen schon gemacht. Doch. Doch, ich finde sie knuffig mit den dunklen Beinen. Dunkle Mähne, dunkler Schweif. Das ist schon irgendwie süß. So, dann, ich weiß nicht mehr, wo stand da denn bei Kitty? Frankreich? Ich meine, er stand nicht gleich in Montana, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und jetzt auch Merrylex? Stand der doch in Montana? Oh je. Hätte ich doch dahin gehen sollen, wo ich weiß, dass er gerade frei rumsteht. Das ist der Löwe 3. Das ist ein Dole. Zartbitter. Cooler Name. Sehr schön. Ja, ich sollte mir auch nochmal ein paar Namen überlegen. Aber ich hab schon ein paar Ideen. Sind zwar vielleicht nicht sehr einfallsreich, aber... Ah, hier ist er. Pummelnuff. Ja, Namen aus Serien. Oh, 63.000. Oha. Oh, sogar nur 9% Chance. Das wäre ein Hengst. Könnten wir super gebrauchen. Das wäre auch ein Hengst. Ja, und noch ein Hengst. Oh, du. Perfekt. Egal, was es wird, wir können es immer gebrauchen. Sehr schön. Das ist doch gleich alles viel entspannter. So, wir bekommen erstmal einen eigenen Hengst. Harry. Und dann, ja. Wird irgendwer uns verlassen dürfen. Wahrscheinlich aus Montana, damit dann das Fohlen, der mal hier erstmal wieder rübergeschickt wird, für ja, Aufgaben, für die er eventuell gebraucht wird. Ich meine, wir sehen ihn nicht, macht gerade wenig Sinn. Und dann noch einen Hengst mehr aufzuheben, wäre auch doof. Also wirklich für die Aufgaben nur. Wir können ja ganz kurz nochmal hierher schauen. Ja, gerade mal 9 von 80 Smaragden. Hm, schade. Na gut, wir versuchen unser Bestes. So, dann würde ich aber sagen, war's das für heute. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.